werde immer schlecht an der Gitarre, obwohl ich total viel übe. Das soll das Thema im heutigen Video sein. Nach dem kurzen Intro geht's los. Ich bin's, der Michel von der Online-Gitarrenschule, und ich helfe dir dabei, ein richtig toller Gitarrist oder eine richtig tolle Gitarristin zu werden. Ja, Thema im heutigen Video: obwohl ich total viel übe, habe ich das Gefühl, ich werde immer schlechter an der Gitarre. Ja, stand vor kurzem wieder unter einem Video und ich bekomme das wirklich recht häufig eigentlich auch per E-Mail und frage mich immer Leute und sagen, ob ich da mal weiterhelfen könnte oder was, wie meine Ansichten sind. Ja, und bevor ich jetzt da ewig viel schreibe, habe ich mir gedacht, drehst du ein kurzes Video. Weil ich glaube, ich bin da so die 1A-Person dafür, für ewig viel Gitarre üben und das Gefühl zu haben, es wird immer schlimmer und immer schlechter. Zumindest war es früher so, und ich habe jetzt meine Ansichten so ein bisschen geändert oder schon vor längerer Zeit und muss sagen, seitdem fahre ich eigentlich selbst ganz gut damit. Ja, und ich würde sagen, wir legen gleich mal los. Ich habe mir so ein paar Punkte dafür gemacht. Und ich möchte gleich mit dem Wichtigsten anfangen. Ich denke nämlich, wir Menschen bewerten immer das Negative viel, viel zu hoch. Ja, bestes Beispiel sind eigentlich schon die Nachrichten. Wenn wir uns die Nachrichten angucken, kommt ja fast nur negatives Zeug. Ja, kommt ja kaum Positives in den Nachrichten. Und die Nachrichten sind so, weil scheinbar sehr, sehr viele Leute das auch sehen wollen, ja? Sonst würde ja keiner diese Nachrichten senden, ja? Macht ja auch gar keinen Sinn, weil wenn die Leute sagen alle, die Nachrichten sind nur schlecht, ja? Dann würde die ja keiner angucken. Also zumindest, wenn es keinen gefallen wird, aber gut. Und dasselbe, meine ich, ist bei der Gitarre auch. Wir sehen immer nur, was uns fehlt, was wir noch nicht können, was uns, ja, was schlecht ist oder sonst irgendwas. Wir gucken kaum darauf, was wirklich gut ist. Und das ist auch der erste Punkt, den ich habe. Man sieht so ziemlich seinen eigenen Fortschritt fast gar nicht. Ja, man sieht immer nicht, was ich schon geschafft habe. Man sieht immer nur, was ich alles noch brauche. Ja, und das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Punkt. Aus diesem Grund würde ich dir raten, schreibe dir einfach auf, was du üben willst und was du schon geübt hast. Ja, sammel die Blätter, nimm dir einen Block oder ein Notizbüchlein oder was und schreib dir das auf. Und dann kannst du nämlich zurückblättern und kannst sagen, ach ja, kann ich und so weiter, ja. Und dann kann ich dir eins sagen, das wird deine Stimmung in der Hinsicht schon um einiges aufhören, wenn du dann siehst, Mensch, warte mal, das ist ja gerade mal 2 Wochen her, da habe ich mir zum Beispiel das ganze Zeug da hier reingezogen, ja. Oder das ist ja gerade letzte Woche gewesen. Das vergisst man. Wir vergessen unheimlich schnell, was wir gemacht haben, aber wir sehen immer noch, was irgendwo fehlt, ja. Und das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt ist, meistens ist es ja so, wenn man anfängt, Gitarre zu spielen, dann teilt man das natürlich so ein paar Kumpels mit. Vielleicht hat man da am Anfang gleich nochmal ein bisschen so zusammen was probiert. Und komischerweise, je länger man spielt, umso weniger spielt man irgendwo was vor. Und ich würde dir raten, wenn man bei Leuten da sind oder ein guter Kumpel halt, wo man auch weiß, okay, der ist auch ein wenig ehrlich, ja, aber jetzt nicht unbedingt ein kompletter negativer Typ, sondern vielleicht auch ein bisschen positiv eingestellt, weil es soll ja auch ein bisschen motivierend sein, den einfach mal zu fragen, ey, sag mal, wie findest du, wie klingt denn das jetzt eigentlich? Hast du das Gefühl, das wird besser oder was müsste ich anders machen, ja? Und da denke ich, bekommt man gutes Feedback, und vor allem, wenn man das mal Leuten vorgespielt hat und die sagen dann auch, ey, das klingt ziemlich gut. Man spielt natürlich auch sein bestes Zeug dann auch vor, ja. Das ist nämlich dann auch motivierend, ja. Und dann hat man weniger Hemmungen, auch mal wieder woanders vorzuspielen, ja. Tipp Nummer 2, ja. Der nächste Tipp, den habe ich schon mal in dem Video geraten, selbst aufnehmen. Selbst aufnehmen und dann ganz, ganz wichtig, öfters anhören. Ja, nicht nur einmal, weil wenn man sich selbst aufnimmt und hört sich's beim ersten Mal an, dann hat man das Gefühl, oh Gott, ja, und dann rollt's einen vielleicht fast die Fußnägel hoch, ja, und man ist dann schon wieder dabei und will das Ganze löschen. Deswegen sage ich, öfters anhören und vor allem dann auch ein bisschen kritischer anhören. Beim ersten Mal findet man furchtbar, beim zweiten Mal wird es schon etwas besser. Beim dritten Mal anhören hört man ja schon ungefähr, was das Komische ist, ja, da ist ja auf einmal nicht mehr alles schief. Und beim 5., 6., 7. Mal würde ich jetzt nicht behaupten, ist alles super, aber man kann dann ziemlich genau beurteilen, okay, da muss ich noch ran und da muss ich noch ran, ja. Und man kriegt dann wirklich ein bisschen einen besseren Überblick auch mal über das eigene Spiel. Ich nenne das immer so selbst, sich irgendwie so kalibrieren, dass man überhaupt weiß, wie spiele ich überhaupt. Weil wenn man selber spielt, man hört sich anders. Das ist so ähnlich wie mit der Stimme, ja. Die Stimme höre ich anders, als wenn ich jetzt auf einer Aufnahme die höre, ja.
Dann denke ich mir, oh Gott, klingt das furchtbar, ja? Aber innerlich bin ich mit meiner Stimme zufrieden. Und dasselbe ist bei der Gitarre nämlich auch. So, das war mein dritter Punkt. Der vierte Punkt, den halte ich für sehr, sehr wichtig und der ist auch für mich, muss ich mich selber manchmal noch bremsen, ist, man muss nicht jeden Scheiß können. Ja, und das meine ich wirklich genauso, wie ich es sag. Ja, ich mache selber Tutorials und erkläre auch viel und sowas, aber man muss nicht jedes Ding können. Ja, sondern man muss ein bisschen überlegen, brauche ich das jetzt wirklich, brauche ich das jetzt nicht, ja, und ich meine, bei YouTube ist es halt so, jeder haut da irgendwo seine Tipps raus, als wenn alles jetzt ganz, ganz wichtig wäre, das ist genauso wie das Video, wenn jetzt einer sagt, nee, brauche ich nicht, ja, dann brauche ich mich auch nicht dran halten, ist ja wurscht, ja, ich muss ja selber so ein bisschen meinen Weg auch finden oder sowas, ja, aber ich denke mal, man muss jetzt nicht wirklich jeden Mist auf der Gitarre können, es sei denn, man will das. Ja, wenn man jetzt wirklich sagt, ich will alles Mögliche können, okay, dann kann man sich ja alles Mögliche reinziehen. Aber wenn man der Meinung ist, ich finde ja so eine Richtung zum Beispiel ziemlich gut, möchte mich da irgendwie hinbewegen, das ist dann auch gleichzeitig der nächste Punkt, ja, dann versuche ich mich gezielt da irgendwo drauf hinzubewegen. Ja, und das sind wir nämlich schon beim nächsten Punkt. Wissen, was man will. Und ich glaube, das ist so das größte Problem, was jeder Mensch wahrscheinlich irgendwie hat, wenn man immer überlegt, ja, was will ich überhaupt? Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt nach mir gehe, bei mir war das ganz extrem. Ich habe dann irgendwie alle möglichen Richtungen geübt. Ich habe Jazz, dann 10 Minuten später habe ich Country, dann habe ich irgendwie Rockmusik wieder gemacht, dann war ich irgendwie in der Latin-Musik und irgendwas. Und ja, und irgendwie am Schluss kann man zwar alles so ein bisschen und von allem irgendwie was, ja, aber eigentlich hat man das Gefühl, so richtig gut in einem Ding bin ich nicht. Und ich, mittlerweile ist es so, ich merke selber, zum Beispiel bei mir ist es so, ich tendiere immer wieder zu dem Country zurück. Ich weiß nicht warum und jetzt habe ich mir einfach gesagt, hey, vielleicht ist es ja einfach mein Ding. Ich kann mich da auch unheimlich lang dran aufhalten und mittlerweile habe ich gesagt, okay, jetzt blende ich mal alles andere aus und bewege mich auf diese Richtung dahin. Ja, kaufe mir Bücher, schaue mir Kurse an und alles Mögliche darüber und lerne mir jetzt so diese ganzen Sachen. Ja, und das zum Beispiel ist so für mich ganz wichtig. Ich habe nämlich auch vor kurzem wieder was gelesen, habe ich per Mail oder so gekriegt, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Zum Beispiel, wo jemand wirklich schreibt, er will eigentlich in die normale Popmusik und will so Wandergitarre und der lernt aber jetzt erstmal Klassik. Und da kann ich jetzt schon sagen, wenn ich eine Musikrichtung lerne, die mir, ich sag mal ganz grob gesagt, wirklich am Bobbes vorbeiläuft, ja, dann werde ich nicht lang bei der Sache bleiben. Also dann wird es auch schwer, wirklich das durchzuziehen. Und das ist meiner Meinung nach, wenn ich jetzt mich ein halbes Jahr lang mit einer anderen Richtung beschäftige, kann es passieren oder wird wahrscheinlich zum größten Teil passieren, dass ich am Schluss, vor allem wenn ich jetzt gerade Anfänger bin, überhaupt keinen Bock mehr habe auf Gitarre, weil ich dann einfach sage, Gitarre ist einfach nur Stress und das... Ja, ich komme da nicht hin, wo ich hin will. Also du hast eine Richtung, du hast ein Ziel, du hast vielleicht einen Interpreten, du hast eine Musikrichtung, die du gut findest und da bewegst dich drauf zu. Was ich sinnvoll finde, ist eine Basic zu lernen. Also wirklich die Grunddinge der Gitarre, dass man die lernt. Das finde ich absolut wichtig, weil dann kannst du dich in die Richtung bewegen. Und meistens ist es ja so, ein guter Grundkurs, der geht ja sowieso, ist ja breit gestreut. Ja? Der soll ja den Weg zu deiner Richtung ebnen. Ja? Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, du brauchst keine klassische Gitarre zu lernen, wenn du Lagerfeuer-Gitarre spielen möchtest. Macht eigentlich auch keinen Sinn, ja. Und ja, das ist meiner Meinung nach so einer der wichtigsten Tipps. Und für mich funktioniert's, ja. Und ja, ich könnte es mal ganz kurz zusammenfassen. Also, das Erste ist, schreib dir auf, was du übst. Oder was du auch geübt hast und was du auch schon kannst, ja, und dann das alles in einem Büchlein, da kannst du nachblättern, wenn du mal denkst, boah, alles scheiße und es geht überhaupt nicht vorwärts, dann guckst du da rein und dann siehst du, wow, und es geht doch vorwärts, ja. Ich schreibe mir zum Beispiel meine Sachen auch jeden Tag auf, jetzt nicht unbedingt für die Gitarre, aber so, ups, für andere Sachen, ja. Gitarre aber auch, habe ich überall eigentlich Zettel rumfliegen, ja, aber da habe ich mehr so meine Pläne, was ich mir so in der Woche wenn so vornehme. Das andere war, spiel ab und zu mal mit ein paar Freunden zusammen oder spiel mit Freunden ab und zu mal was vor, guten Freunden vor allem. Dann kann man da wirklich so ein bisschen auch ein Feedback bekommen und sowas und das finde ich ganz gut. Das nächste ist, selbst aufnehmen und ein paar Mal anhören. Ja, ist ganz wichtig, dass man das nicht nur einmal anhört und dann löscht, sondern öfters anhört. Dann hört man auch die guten Sachen und nicht nur die schlechten dabei. Ja?
Und der nächste Punkt, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, man muss nicht jeden Scheiß können. Und das meine ich auch zum Beispiel mit Tipps, zum Beispiel auch manchmal in Tutorials. Also es ist dasselbe wie hier jetzt zum Beispiel. Wenn einer sagt, das brauche ich nicht, ja, warum soll ich denn da großartig drauf achten? Ja, ich habe auch schon manchmal wirklich gedacht, oh Gott, warte mal, was der jetzt gesagt hat, das ist ja schon ganz schön wichtig eigentlich, ne? Und dann habe ich, aber ich habe es dann nach einer Woche wieder vergessen. Und da war ich wieder bei meinem eigenen Ding und habe ich gemerkt für mich, dann ist es halt nicht das Ding für mich. Das betrifft mich dann vielleicht in dem Moment auch nicht so oder sowas, ja. Und ich habe ja so meine Art, wie ich Gitarre spielen möchte. Und ich möchte ja nicht so spielen wie eine Million andere vielleicht. Wenn wir alle genau dasselbe machen, dann klingen wir auch alle irgendwie dann gleich, ja. Und der letzte Punkt, was ich wichtig finde, ist Wissen, was man will, ja, welche Richtung ist für dich entscheidend, welche Musiker findest du toll. Und ganz, ganz wichtig, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist, wenn du Musiker oder auch Songs gut findest, informier dich, vor allem bei Songs, wenn du einen Song lernst, dann schau dir das Live-Video der Band, dann schau dir an, ob sie es irgendwo unplugged spielen, wenn es eine komplette Bandversion eigentlich ist, mit allem drum und dran, ja. Hör dir die Studioaufnahme an, schau dir vielleicht auch mal an, wie spielen, wenn du jetzt irgendwas gelernt hast, wie spielen es andere und sowas, ja. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich wichtig, ja, dass man einfach sich für den Song interessiert. Das ist mir nicht in letzter Zeit sehr, sehr häufig aufgefallen, dass viele Leute immer zu mir kommen, die wollen irgendwelche Lieder lernen, und wenn ich dann die Woche drauf mal frage, hey, habt das mal angehört, sagen die meisten, nö. Und dann denke ich mir, wie kann man ein Lied üben, was man sich überhaupt nicht angehört hat? Ja, also, und ist bei mir wirklich so, ich höre ja alle meine Songs, die ich für Tutorials mache, wirklich jedes Ding. Ich gucke mir nirgendwo was ab, sondern ich höre mir die alle raus. Ich kaufe mir die CDs, ich lade mir den MP3 runter oder was weiß ich was und sitze dann manchmal wirklich ein, zwei Tage dran und versuche das Ganze so zusammenzubauen. Ja, und schreibe dann die Noten auch selber auf und alles drum und dran. Von daher ist sowieso ein ganz anderes Interesse dran. Und dann kann ich auch sagen, okay, und die Nummer habe ich dann aber auch drauf und die sitzt dann auch. Ja, und deswegen, ich muss sagen, wenn jetzt mal eine falsche Akkord ist, okay, aber ansonsten würde ich sagen, sind die Tutorials eigentlich immer zu 95-97% 1A passend. Und da muss ich automatisch einen riesen Aufwand betreiben eigentlich auch. Ich höre mir dann Live-Versionen an und gucke, was die da eigentlich machen. Wo greifen die so ein bisschen rum? Vielleicht hat man mal Glück und sieht was von der Gitarre oder so, ne? Und ja, und so arbeite ich mich da eigentlich auch durch. Und von daher ist natürlich ein ganz anderes Interesse bei jedem Song von mir schon da, ne? Das ist natürlich dann schon, wenn ich einen Song raushöre, wesentlich mehr Power, sage ich mal, im Hintergrund, ja. Okay, ich hoffe, ich konnte dir ein paar gute Tipps geben. Wenn es dir gefallen hat, mich würde es freuen. Schreib mir deine Ansichten unter das Video und wir sehen uns dann in der nächsten Lesson. Und bis dahin sage ich, ciao, der Michel.